Hallo liebe YouTube-Gemeinde! Hallo! Und willkommen auf unserem kleinen Server. Heute stellen wir vor Oschels Holzding. Ist kein Holzding, das ist ein fliegender Wald, mein Gott. Ein fliegender Wald, aha, okay. So, dann erzähl mal was. Ja, ich mal irgendwo so ein fliegende, was weiß ich, Dingsbums gesehen und keine Ahnung, was es war. Auf jeden Fall habe ich gedacht, das sieht ganz schick aus und habe halt ja, so einen fliegenden Wald gebaut. Wo bist du denn überhaupt? Ich sehe dich gar nicht. Ich sehe nur einen Heutreiber. Ach, da unten. Ja, habe ich so Schiffsschrauben gemacht. Schiffsschrauben für in der Luft zu fahren oder was? Aus ja, Holz. Die faulen die aber im Wasser weg, das weißt du. Die soll ja auch nicht im Wasser sein, das ist ja... ein fliegender Wald. Das ist modern. Soll im Grunde genommen so sein... Ich hätte ja Flugzeugaluminium dafür verwendet. Ach, das soll im Grunde genommen so sein, dass in der Zukunft gar keine Natur mehr gibt und das hier fliegt halt die Natur durch die Welt. Wunder, die haben das Holz alles für die Schraube gebraucht. Ist ja gut. Gibt es vier Eingänge? Aha, dann gehen wir mal rein. Die haben sogar Strom, ey. Ja, die tun Ökostrom aus Bio herstellen. Hab ich dann... Wo hast du denn deine Biogasanlage? Eine was? Deine Biogasanlage aus Forestry. Für den Treibstoff. Damit er und hier kannst du dann halt eben rund gehen. Hier ist dann halt eben so nun der schöne, ganz groß gewachsener Baum. Selbst gebaut, schön. Ah. Ist halt eine fliegende Natur. Kannst ja auch mal hochfliegen. Für die Zukunftsmenschen, die keine Natur mehr kennen, soll das halt so ein fliegender Wald sein. Wir haben das letzte bisschen Natur gerettet und fliegen jetzt durch die Landschaft. Atmet recycelte Luft. Recycelte Luft ist gut für euch. Und gut für die Umwelt. Da habe ich schon viel Grünzeugs halt gepflanzt und ist halt ein fliegender Wald. Mein Gott, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ja, ich verstehe das. Ich verstehe das schon. Das ist ein fliegender Wald, der unbegrenzte Wasserressourcen hat. Weil es ist kein Rüsselendwasser, aber hier sind ganz viele Wasserfälle, die fließen. Ja, irgendwie wusste ich ja bewässern. Wo ist die Kommandozentrale? Insel, die wäre ja... Der macht das automatisch, das ist zukunftsmäßig so eingerichtet. Ach so, es soll ein optisches Highlight sein. Ja, die Insel, das fliegende Teil, das wäre ja zu schwer, wenn das Wasser irgendwo abfließen würde. Ach, das macht ja generiert schwer. Wasser. Oh. Ja, das sind natürlich Quellen, die haben die eingebaut. Eingebaut? Ach so, unendliche eingebaute Minecraft-Wasserquellen. Okay, das verstehe ich. Das ist Minecraft-Technologie. Du hast immer was zum Meckern. Nein, ich hätte jetzt eine Industrial-Craft-Pumpe gebaut, die das Wasser nach oben pumpt. Aber so geht's natürlich auch. Warum kann ich dich eigentlich nicht hauen? Wieso musst du eigentlich immer kreativ anhaben? Und, ich fand das halt eben schick. Ist ja schick. Jetzt nur die Frage. Jetzt sehe ich hier so schöne Bänke und sowas. Aber ich sehe keine Landeplattform. Wie kommen denn dann die Future-Menschen hier hin? Nein, die docken hier an. Hier an den Eingängen. Aber hier. Das fliegt doch. Ja, die das ist ja in der Zukunft. Da können die ach, hier, wo das Geländer fehlt. Hier wird dann unser mit dem Auto andocken. Vom Highdriver seiner Zukunftscity. Aber der hat doch genau. Schon einen integrierten Wald in seiner Future City. Ja, das ist eine andere Zukunft. Naja, da kann die kann ja auch zu mir rübergeflogen kommen. In meiner Stadt. Das sind halt eben ausgestorbene Arten. Du weißt aber, wenn du hier kein orangenes Absperrband hinmachst, ist das ziemlich gefährlich für spielende Kinder, wenn da nicht gerade ein UFO angedockt ist. Dann fallen die irgendwas so, blutsch. Mann über Bord, Kind über Bord. Für Pistentechnik war kein Platz. Für Pistentechnik? Ja, für deine Sicherheitswand zu machen. Ach so. Ey, hör mal, ich habe 3 Tage da dran gebaut. Oh, das ist ja direkt neben deinem Matschmonster. Du weißt ja, dass dein Matschmonster Dreckklumpen auf deinen fliegenden Wald kotzt. Ja, der greift die an. Ach, der greift die an? Warum?
Weiß ich nicht. Ein Matschmonster. Ah ja. Und hast du uns sonst noch was zu erzählen? Der hat schon abgesehen. Der will Bäume schöne, essen. Schöne Dekotürmchen hier außenrum. Dekotürmchen. Ah ja. Gucken wir uns mal die Dekotürmchen an. Denen ist ein weißer Kringel drumherum. Ich habe gedacht, das wäre Lichtfeuer, dass da kein Hubschrauber gegen stößt, wenn das Ding nachts so stiegen guckert. Ja, das sind Deko-Lichttürme. Man muss die auch sehen. Kannst du mal nachmachen. Du musst die ja auch mal sehen, wenn, de, wenn, de, wenn du da... Oh, nachts sieht gleich viel besser aus. Da sieht man nicht so viel davon. Sein Arsch. Fast aus wie ein UFO. Ne, nachts gefällt die mir. Ich hätte jetzt da zwischendrin vielleicht noch ein paar Lichter. In den Baum hätte ich Lichter gehangen, so also so Christmas-Kugel-mäßig, weißt du? Christmas Time, ja, Christmas Time. Das hätte nicht gepasst, weil das sollte kühles, klares Natur sein. Sein zu der Natur. Das könnte ja auch ein Future-Baum sein, der Leuchtfrüchte trägt. Oh, der Matschmonster hat ja Leuchtfrüchte. Ich habe noch, ich hab noch Klebedynamit. Ich hab das Leuchtfrüchte. Klebedynamit in der Tasche. Das haben wir gar nicht gezeigt. Wer hat Leuchtaugen? Das Matschmonster. Oh, wo ist das? Das will ich sehen, die Leuchtaugen. Oh, ich sehe es. Leuchtaugen. Okay. Ja, rot, rot, schwarz und weiß. Was ist denn da unten? Nee, aber... Hast du da unten was gebaut unter Wasser? Hier sind Fackeln. Das ist Atlantis. Nein. Von hier aus sieht man Atlantis. Da tauche ich jetzt mal runter. Weißt, dass du da auch was hast du denn da gebaut? Ist das geheim? Ich hab da nichts gebaut, da hab ich ENT gesprengt. Was, wie hast du ENT gesprengt? Hä? Und Atombomben gezündet. Warum? Warum denn nicht? Ich wollte das Loch größer machen. Ich hab schon gedacht, du hättest hier was jetzt was ganz Tolles, das wäre so die Überraschung der Keks, so, so diese, die Brezel-Überraschung hier für unsere Abonnenten. Da hat sie hier nur aus von ein paar Atombomben gezündet. Oh, hier kann ich mit meinem Dynamit spielen. Yay, Dynamit! Klebe. Du sollst ja mein Projekt zeigen, nicht Dynamit schmeißen. Ach so. Pass auf, du bist ganz nah an der Atlantis dran da oben. Ach so, oh wo? Ich hab noch Klebedynamit. Ich hab schon gesagt, von hier, von dem Rand, sieht man Atlantis. Ah ja. Ja, ja, von dem Rand. Also, sieht das man ist jetzt also dein Holzding. Ja, das ist mein Holzding. Gut. Dann tue ich noch eine mein schöne Fliegen totale daraus. Zeigen und tue dann mich auch schon verabschieden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es wird bald sein. Bis dann. Tschüss. Tschüss.